Hey Mann, willkommen zurück auf dem Channel hier am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. In diesem Video gebe ich dir Körpersprache-Tipps. Ich zeige dir, was eine gute Körpersprache ausmacht. Und am Ende des Videos zeige ich dir den besten, den effektivsten Trick, den du benutzen solltest, um eine starke Körpersprache zu haben, wenn es an das Thema Flirten mit Frauen geht. Denn da gibt es extra so ein paar Sachen, die man beachten sollte. Und was das bedeutet, also diesen speziellen Trick, zeige ich dir am Ende des Videos. Also viel Spaß beim Video. Schön, dass du dabei bist. Körpersprache ist ein wichtiges Thema und ich sehe es immer wieder bei Männern, mit denen ich zusammenarbeite, dass die Körpersprache da manchmal nicht so optimal ist, sagen wir mal. Und deswegen einfach mal hier an der Stelle ein Video zur Körpersprache und den wichtigsten Punkten, die du beachten solltest für eine gute Körpersprache. Fangen wir hier oben an. Fangen wir im Gesichtsbereich an. Ja, Gesicht ist natürlich Mimik, die Mimik. Das allererste und das wichtigste ist dein Augenkontakt. Und was beim Augenkontakt wichtig ist, ist, dass du ihn hältst, ja, dass du der anderen Person in die Augen guckst. Da gibt es zwei verschiedene Regeln. Wenn du selbst der Erzähler bist, also wenn du Dinge erzählst, dann schau ab und zu auch mal weg. 80% der Zeit bist du bei den Augen deines Gegenübers, 20% der Zeit schaust du auch mal weg. Denn wenn du nur die ganze Zeit guckst beim Erzählen, dann entsteht sehr viel Spannung, dann ist da sehr viel Druck und das wirkt unnatürlich. Probier es mal aus, weil es lustig ist zu gucken, wie die andere Person reagiert. Es ist lustig, das mal zu erleben, wie das wirkt, wenn du starrst, sag ich mal, und dabei redest. Probier es mal aus und guck, wie du dich dabei fühlst. Guck, wie die andere Person sich dabei fühlst, aber generell 80% der Zeit in die Augen gucken, die restlichen 20% der Zeit kannst du auch mal im Raum rumgucken und dann hast du da einen sehr gesunden Ausgleich. Wenn die andere Person spricht, wenn du der Zuhörer bist, dann halte in 100% der Zeit die Aufmerksamkeit bei den Augen deines Gegenübers. Das ist ganz wichtig, um dem Gegenüber zu vermitteln, hey, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit voll bei dir. Super wichtig, gerade bei Frauen. Bei Frauen noch mal viel wichtiger als bei Männern, gerade wenn es ums Flirten geht. Deswegen, wenn die andere Person erzählt, sei einfach 100% mit deiner Aufmerksamkeit bei ihr und das zeigst du eben durch einen Augenkontakt, der ungebrochen ist, während du zuhörst. Gehen wir ein bisschen weiter runter im Gesicht. Natürlich sind da auch solche Dinge wie Lächeln. Ja? Eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn du im Flirtbereich unterwegs bist, wenn du mit anderen Leuten unterwegs bist, lächle. Du musst nicht so machen, aber es reicht schon, wenn du so ein generelles Lächeln hast, wenn du einfach generell positiv, fröhlich aussiehst. Das wird dafür sorgen, dass die Leute in deiner Nähe sein wollen, in deiner Gegenwart sein wollen, denn natürlich wollen wir bei den Leuten sein, die am positivsten ausstrahlen, mit denen wir den meisten Spaß haben. Kleiner Tipp, was du mal ausprobieren kannst im Thema Flirten mit Frauen, und zwar ist das, nicht viel Mimik zu machen, also die Frau anzugucken und mimisch nicht besonders viel zu machen, also so ein bisschen wie so ein Eisklotz zu sein. Und das kann auch sehr interessant sein, weil das sehr, sehr stark auf Frauen wirken kann. Probier es mal aus, kannst du ein bisschen mit rumspielen, aber es ist wichtig, dass du von diesem nicht mimischen Modus irgendwann auch wieder in eine ganz normale Mimik verfällst, damit die Frau es einordnen kann und sich nicht denkt, was ist das denn für ein komischer Typ, dass er einfach die ganze Zeit gar keine Miene verzieht, denn so viel ist eben auch seltsam. Die nächste Sache, die wichtig ist, ist natürlich sowas wie Schulter und Rücken. Also einfach eine aufrechte Haltung. Ich drehe mich jetzt mal ein bisschen zu dir. Einfach, dass du aufrecht stehst. Ja. So. Ja, die Schultern hängen so ein bisschen, die Arme hängen so ein bisschen. Einfach aufrecht stehen und ganz wichtig, deinen Blick hier auf horizontaler Ebene halten. Nicht so, weil dann wirkst du hochnäsig, die Nase ist zu hoch, aber auch nicht so, weil dann wirkst du niedergeschlagen oder wirkst negativ, weil du halt auf den Boden guckst. Also sei hier mit deinem Kopf einfach gerade stehen und die Schultern bzw. die Arme einfach entspannt runterhängen lassen, dann hast du hier auch am meisten Bewegungsspielraum. Da kommen wir gleich zur nächsten Sache, nämlich der Gestik. Eine ganz wichtige Sache, die du auch in meinen Videos immer siehst. Ich muss persönlich sagen, ich übertreibe es in meinen Videos oft mal. Ich habe da eine sehr starke Gestik. Heute geht's. Kleiner Tipp dazu. Natürlich, mit deinen Händen kannst du sehr viel machen. Mit deinen Händen kannst du sehr viel arbeiten. Ich würde dir empfehlen, etwas weniger damit zu arbeiten, als du es hier in meinen Videos siehst. Vielleicht ungefähr so viel, wie du es jetzt in diesem Video siehst. Und generell den Bereich hier, Kinn bis Gürtellinie, bis oberhalb der Gürtellinie, Kinn bis oberhalb der Gürtellinie zu nutzen, um mit den Händen zu gestikulieren. Wenn du über dem Kopf gestikulierst, dann kann das schnell zu viel werden. Ja? Das sind sehr, sehr krasse Gesten und das kann man natürlich mal machen, um etwas Extremes darzustellen, aber man sollte sich generell in diesem Bereich aufhalten und auch von der Gestik her langsam sein. Das heißt nicht, sondern einfach eine langsame Gestik, so wie du es jetzt bei mir siehst, einfach langsam
gestikulieren. Ja? Was so dein Stil an Gestiken ist, musst du selbst mal schauen. Fang einfach mal an, beim Reden so ein bisschen dazu zu gestikulieren und dann kommt das irgendwann automatisch. Aber wie gesagt, mach nicht zu viel. Ein bisschen ist schon genug. Es reicht schon, wenn du so ein bisschen so machst oder so, während du redest. Ja, wenn du einfach so ein bisschen und ein bisschen gestikulieren beim Reden und dann reicht das eigentlich schon. Ist genug und drückt schon mal eine lebendige Körpersprache aus. Jemand, der gar nicht gestikuliert beim Reden, das ist immer sehr seltsam und zeugt einfach davon, dass du nicht sehr in deinem Körper zu Hause bist oder einfach jemand bist, der nicht viel kommuniziert und deswegen eben auch nicht viel mit Gestik arbeitet. Ja, das sind die wichtigsten Sachen und jetzt habe ich dir noch einen kleinen Extra-Tipp versprochen und den möchte ich dir auch geben, aber bevor ich ihn dir gebe, gehen wir noch auf ein letztes Thema ein, was wichtig ist, nämlich die Stimme. Und bei der Stimme ist es einfach wichtig, dass du nicht zu schnell redest, dass du versuchst, nicht zu hibbelig zu reden, also einfach ein bisschen, wenn du ruhiger redest, dann ist die andere Person automatisch auch ruhiger und du kannst auch ein bisschen tiefer reden. Ja, wenn du die ganze Zeit rumhimmelst, dann bist du halt sehr hoch, dann redest du sehr hoch, wirkst gehetzt, wirkst nicht sehr selbstbewusst und das wirkt eben nicht sehr attraktiv. Aber wenn du Ruhe in der Stimme hast, wenn du auch ruhig bleibst, dann ist das sehr attraktiv. Dazu ein kleiner Bonustipp. Im Gespräch mit der Frau, wenn es Pausen gibt, viele Männer sind immer überfordert und fragen mich, wenn es Pausen gibt im Gespräch mit der Frau, was soll ich denn dann machen? Und ich sage immer, lass die Pause da sein. Schau die Frau an. Warte, bis entweder sie was sagt, was meistens passiert, weil sie die Spannung abbauen will, oder dann fällt dir sowieso irgendwas ein, wenn du so ein bisschen die Pause lässt, aber stress dich nicht wegen der Pause. Es ist eine Pause im Gespräch, alles gut, kein Ding, bleib entspannt mit der Pause, sie ist gleich wieder vorbei. Okay? Also ganz ruhig bleiben, ruhig in der Art, wie du kommunizierst und dann strahlst du genau das aus, Ruhe, Selbstbewusstsein und das ist sehr, sehr attraktiv. So, jetzt aber zum Bonustipp, bevor das Video hier gleich endet. Das ist ein bisschen für Fortgeschrittene, aber kann sehr stark sein. Und zwar ist das Haushalten mit deiner Aufmerksamkeit. Ja, ich stehe jetzt frontal zur Kamera. Das heißt, du als Zuschauer kriegst vor der Kamera meine volle Aufmerksamkeit. Mein Körper ist dir vollkommen zugerichtet und auch mein Gesicht. Ich spreche zu dir, ich schaue in die Kamera. Ich könnte jetzt aber auch so machen. Ich könnte so machen und so in die Kamera sprechen und ich bin etwas abgedreht von dir mit meinem Körper, aber spreche immer noch in die Kamera, blicke also noch in die Kamera, habe aber meinen Körper so ein bisschen abgewandt von dir. Und was das halt macht, ist, dass ich ein bisschen dir die Aufmerksamkeit entziehe und du dich fragst, okay, was hat sich jetzt verändert? Wieso hat der mir seine Aufmerksamkeit entzogen? Ich möchte diese Aufmerksamkeit zurückhaben, denn das ist das, was meistens passiert. Die Menschen wollen dann unsere Aufmerksamkeit zurückbekommen. Das heißt, haushalte so ein bisschen mit deiner Aufmerksamkeit, gib der Frau nicht immer sofort alles und wechsle vielleicht auch ab und zu mal spielerisch die Aufmerksamkeit, einfach um so ein bisschen so ein Spiel daraus zu machen, einfach um die Frau so ein bisschen im Unklaren darüber zu lassen, was denn jetzt abgeht oder ob sie dir überhaupt gefällt. Ja, einfach so ein bisschen wechseln, ja, und auch mal die Aufmerksamkeit entziehen, das ist eine ganz starke Sache. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Wir sehen uns am Samstag wieder. Unten in der Ecke kannst du den Channel abonnieren. Da kannst du auch mein Quiz machen, mein kostenloses Quiz, in dem du rausfindest, wie attraktiv du jetzt gerade auf Frauen wirkst. Und ich zeige dir, wie du noch attraktiver werden kannst. Am Ende kommt ein Video, das solltest du dir dazu unbedingt anschauen. In der Ecke, wie gesagt, kannst du abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und drück auch die Glocke, denn dann kriegst du immer Nachrichten, wenn ein neues Video kommt. Oben geht es zum letzten Channel auf. Zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.